Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch meine ganzen Tagarot-Lippenstifte von der Berliner Naturkosmetik-Marke und Grete. Bevor es losgeht, seht ihr hier noch eben meine Lippenfarbe. Aprikot ist der hellste Ton der ganzen Tagarot-Lippenstifte und ist, wie der Name schon sagt, ein Aprikot, aber auch Koralleton, eher so in die Nude-Richtung. Und ist aber auch sehr deckend und auch perfekt für den Frühling und den Sommer. Rose ist ein schöner, warmer Rosaton, der die Lippen gut im Alltag betont. Allerdings finde ich, dass mir diese Farbe nicht besonders gut steht und deswegen trage ich den leider nicht so häufig. Die Farbe Wood ist ein dunkler, morph-braun-rosa-Ton und gehört zu meinen absoluten Favoriten, vor allen Dingen im Herbst und im Winter. Und ich finde auch, dass diese Farbe blaue Augen gut betont. Pink Blossom ist ein strahlender Pinkton. Und immer wenn ich diese Farbe sehe, muss ich sowas von an den Frühling denken. Und ich finde die Farbe einfach wirklich wunderschön und gelungen. Kappa ist ein metallischer Rostton, den ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Wirklich eine sehr außergewöhnliche, aber wunderschöne Farbe. Und die Farbe ist einfach nur wow. Übrigens wollte ich noch kurz erwähnen, dass alle Lippenstifte wirklich sehr cremig im Auftrag sind, halten relativ lange auf den Lippen und sind alle sehr gut pigmentiert. Dahlia ist ein klassisches dunkles Rot und ich finde, diese Farbe passt super zum Herbst und Winter. Und strahlt so was Glamouröses aus und deswegen eignet er sich, finde ich, super so für Weihnachten oder solche Events. Das war's dann auch schon von den ganzen Lipswatches. Hier seht ihr nochmal eine kleine Wiederholung der ganzen Lippenstiftfarben. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und mich würde es noch interessieren, welche Farbe ihr am schönsten findet und ob ihr euch schon einen Tagarot-Lippenstift gekauft habt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis demnächst. Ciao!